Wo ist Alex, der Lappen? Komm mal. Alex. Ja. Heute noch. Haben wir es nämlich am Tag, jetzt ist es schön hell, ja. Jetzt sehen wir den Gegner. Lädt irgendwie ziemlich lang. Der lädt lang. Ach. Bah. So. Gut. So, dann lassen wir uns mal wieder vors Fressbett scheißen. Wenn wir uns die UNO von diesen LMB-Typen zurückholen wollen, dann ist es ihre erste Priorität, an den Geschützten vorbei durch die Mauer zu gelangen. Meine Leute lenken die Wachen ab, vor allem indem sie auf sie schießen. Das sollte ihnen die Zeit verschaffen, sich mit Sprengladungen Zutritt zu verschaffen. So, die Bastards haufen, hier sind immer eine Menge Sniper. Kennt mal dann einer. Ich will mal wissen, wo ihr. Ja, warte mal, wenn du Sniper sahst, dann will ich schon mal schnell noch meine Rotz-Sniper raus und dann. Ach, keiner da. Da unten ist irgendwas gestanden von Sprengstoff nehmen. Ach, mit meiner den Sprengstoff da unten. Matze, bei dir. Ach, ich bin wieder das Arschloch, der wieder diesen Kratzer haben muss oder was? Alle sind bereit. Ach, nee. Na, da wärst nichts dran. Ich wollte schon sagen, da wär ich jetzt aber ausgeflippt. Sichern Sie das Südtor, dann beginnen wir mit dem Angriff. Wow, raus hier. Die andere Seite haben wir noch die hier. Boah, Alter. Hab ich nicht. Hat sie mich so gefühlt. Alter, die scheiß Sniper im Center. Boah, Alter. Boah, schiller dir, gell? André. Ah, da hinten ist der Pisser, Alter. Jetzt sehe ich dich endlich mal. Hast du Sniper down? Nee, warte, jetzt sehe ich ihn. Komm, zeig dich, du Lappen, Alter. Geh vor ins Auto. Zieht auf mich. Das ist nach links. BB8 raus. Mann, da kommt er hoch. Gern. Das rumpelt, das rumpelt. Komm mal zu dir hoch. Der Sniper, der hat so eine richtige scheiß Stelle gerade. Das ist toll, der schießt sich. Ich bin down da oben. Was muss ich denn da abgehören? Warte, komm. Feinde nähern sich ihrer Position. Ich komm. Die Sniper zwar vorne. Auch noch. Die Fresse geschossen, aber der ist. Nee, passt schon. Achtung, da oben Gegner. Sniper down. Nice. Echt hier rattert. Vorsicht. Was ist das? Weg. Wer macht jetzt die Tore? Vor allem. Die Tore sprengen, jetzt guckt er diese unglaubliche Explosion an. Knallfrosch, hä? Pass auf, jetzt zünd den Knaller.
Mensch, prima. Oh, Feinde! Das war wie so ein feuchter Furz, Alter. So, ja, der hat doch nur das Ding durchgebrannt. Achtung, jetzt hier lang. In der Nähe gibt es einen Tunnelzugang zum UN-Gebäude. Wenn Sie in den Tunneln sind, liegt der Durchbruch etwa 180 Meter nördlich. Verlassen Sie das JKF-Team und los. Jetzt mal bald mal wieder Muni auffüllen. Ja, wäre auch mal vom Vorteil. Autos, ganz viele Autos. Rundrums. Schotze. Boah, du bist... Oh, du Lappen, Alter. Renn das Dreckvieh an, Alter. Hab'n schon mit der Shotgun weggeklatscht. Sehr schön. Fuck. Danke. Okay. Der dritte Perk ist jetzt auch geil, den du hier mit Wiederbelebung machen kannst. Ja, aber der lag ewig. Ja, aber trotzdem, das ist ja mal im Not. Ja, da hast du ja mehr Gesundheit, gell? Da haben wir über die Gesundheit. Zeit mal. Ja. Ich finde den jetzt mal gar nicht so schlecht. Ich hab Schüsse da oben. Uhuhu. Das knuspert. Du Sau! Ist noch einer am Leben? Ja. Nice. Da kommt der nächste. Ja, du sollst jetzt ein bisschen zurückkommen. Wenn möglich. Down. Kein Loot, komisch. Ja. Geplante Durchbruchstelle erreicht. Legen Sie Sprengsätze. Munikiste oder ist da nicht irgendwo Munikiste oder was? Nein. Achtung, jetzt. Und? Guten Tag, Steuerprüfung. Sich ihrer Position. Oh, und hepp. Und Ball raushauen. Alter, was ist hier nur los? Linker down. Ist auch down, okay. Hier ist direkt einer. Vorsicht!
Warte, ich muss schnell auf mein Leben switchen. Habe ich rot in ihn. Nächster, komm. Klamotten getroppt, jawohl. Die Mütze, so muss das. Warnung, Feinde nähern sich ihrer Position. Ja, Ball. Shot. Warte, warte. Oh. Genau die. Kato, du lebst immer noch, oder? Ich lebe in 7 Sekunden wieder. Ich bin komplett down. Ja. Da hilft dir mein super Fähigkeit. Gar nichts hilft da mehr. Ein Defi hätte geholfen, vielleicht. Nee, wenn du ganz tot bist, nicht nur wenn du am Boden bist. Na, ich hab da Kiste auch drauf geschmissen von mir, das hat er nicht gefunden. Ich keine Munition mehr, willst du nicht wieder rollen? Ich werfe aus kein Muni mehr. Jetzt hab ich wieder weiter. Nachladen. Rennt ihr Schweine, Alter. Hulle ist getroffen. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Komm nochmal. Komm nochmal. Gelbe Gegner retten. Ach, auch noch mit Schild. Ich mach doch nichts, da werfen diesen hier ab. Hehehehehehe. Gelber Healer. Auf der linken Flanke. Ja, sehr schön. Ja, das ist. Oh, ist ja von drum. Ja, jetzt geht er wieder hinter. Boah. Rüstung ist gleich down, Bram. Ja, Rüstung down. Ah, fuck. Ein Agent kommt zu dir. Team braucht sofortige Hilfe. Ganz schnell in Deckung mit dir, ganz schnell in Deckung. Guck weg. Und Muni leer. Ja, so geht's mir hoch. Warte mal. Das ist down, oder? Ja. Alter, der mit seinem MG, Alter, der pratzt da rum wie ein Bekloppter. Fall um, du Lappen. Alter, Feinde nähern sich auf Kamuni mehr. Wow. Oh, Muni sammeln hier. Ach,
übrigens hier ist Munition. Auch hier aus der Munition ist das. Ist das schee. Also. Oh, fein, ne? Hätte man halt mal nur hier hinterlaufen müssen. Boah, das sieht hier unten aus, alles zerschossen, weggebombt. Übelst gut, oder? Das ist so geil, Alter. Weil diese Einschusslöcher und dieses Abplatzen von diesen Betonstücken, ja, und so, mega. Ja. Oh, hier hinten alles zerpratzt. So geil. Okay, gut. Ja, es ist schon, also das Spiel ist schon geil. Scheiße. Oh, ja, ey. Dinger hier, die Schutzdinger. Und fliegt hier draußen ziemlich was um die Ohren. Achtung, jetzt aufpassen, wir kommen in ein sehr großes Gebiet. Die Türme jetzt müssen sich drehen und das Tor muss sich öffnen. Ach, oh, die Geschütze. Geschütze. Ja. Die müssen wir umgehen und hacken. Da oben sitzt der Sniper. Einhalten. Ich hau erstmal Bombe rein. Ich umgehe die Geschütze und versuche sie zu hacken. Eines kleinen Level 30 Schock, gelber. Sniper vor allen Dingen noch. Oh, halt's Maul! Die Sniperine habe ich eh nicht gut erwischt. Wow, hinter uns ist auch noch ein Geschütz. Also über uns. Wo ist wo? Jetzt über der Sniper. Haben wir die gleich mal aus, oder? Das eine ist richtig geil auf mich, das zieht schon mal nicht auf euch. Warte, ich kümmere mich schon um den Sniper mal. Oh, halt's mal! Dieser elende Lappen, ey. Genau da hinten in der Ecke. Vorsicht, Klabuster. Was machen wir jetzt da, oder? Wir müssen nicht erst gekommen, nicht erst geschützt hier. Wird uns angezeigt, ich muss da hinkommen, aber erstmal muss ich... Ja, warum haust du zu mir den Granate? Bist du nicht mehr ganz dicht, Alter? Alter, was war das? Bon Shotgun. Halt! Nein. Haben sie mich im Visier? Mit dem Mann. Sehr schön. Ein bisschen rumgezündelt. Alter. Da sitzen da noch zwei Sniper da. Wow. Huch. Weg da. Ich seh nichts. Fuck. Ich komme. Ich bin warte, ich kriech noch ein bisschen hin, dass du... Jo, danke. Ich geh mal kurz hier hinter. Diese Scheißgitter, siehst du wieder nichts. Okay, hier muss okay, ich überlege mir was anderes, wo ich lang gehe. Na, auf der anderen Seite lang. Oh, die Sniper gehen mir echt langsam bis auf den Zünder, gell? Ja, da geht's nicht lang. Okay, hier kann ich lang gehen. Ah, das ist eine Muni-Kiste. Oh, hier ist eine Munikiste, nice. Ich würde den Weg, den ich gehe, nicht empfehlen. Versuche hier nämlich nur irgendwie... Alter, was waren dies jetzt für Dinge? Das wäre aber so grün und das nicht passt dann. Ja, das war der Sniper. Okay, gut. Alter, die erstmal so weit zu sehen bis dahinter, Alter, das ist ja wohl... Boah. Ach, da oben beim Geschützten ist einer. Hab ich auch getroffen. Der eine Sniper ist ja schon fast... Oh, ich liege. Wo? Ah, oh, ich hab die Geschütze. Nice. Gehen Sie zum Sitzungssaal. Bliss ist Ihr Ziel. Bringen Sie ihn zur Strecke. Geschütze sind aus. Sehr gut.
Sniper ist down, einer. Nein, das war einer. Da down. Weiter down. Gern. BB8. Oben ist noch einer. Jawohl, die Geschütze gehören jetzt zu uns, die schießen auf die Gegner. Lila Loot. Lila Loot. Meine Gegner nennen. Oh, Alter, wo ist denn jetzt hier Munition? Ich brauche Munition. Kann ich dir gleich zeigen. Es wird dir angezeigt, es gibt's. Hier hinten zum Beispiel. Und hier auf diesem Platz, den ihr jetzt gerade seht, das müssen wir nachher dann den Boss killen. Also das ist ein Heli. Okay. Der schießt erst ganz normal mit Minigun und dann schießt er Raketen. Und dazu tauchen dann noch Gegner auf. Ja, prima. Auch wenn es nicht so weiter ist. Mhm. Hm. So, jetzt müssen wir hier rein. Nämlich das UN-Gebäude. Schwerte. Also ist knackig, ja. Also ich meine Schwierigkeitsstufe auch. Nö, finde ich nicht. Ich finde es jetzt nicht schwerer als das russische Konsulat. Das russische Konsulat war jetzt auch ungefähr so von der Schwierigkeit her. Ich meine, sind Level 30 die Gegner, sind lila und gelb und sind halt nur von der Menge her. Juhu, Barriere. Große Kiste, lecker, ran damit. Ach, das sind die Arsch in dem Mist. Ja. Lass mich raten, blau, ne? Freilich. Ach, Ersthelfer-Rucksack, so ein Rotz. Macht doch keine Sau. Können wir noch mal einen Schluck aus meinem Bier nehmen? Nee, nochmal mal. Bliss ist ihr Primärziel. Aber wir glauben, dass China und der Russe ebenfalls im Gebäude sind. Ich habe Trupps der JTF mit der Suche beauftragt. Aber wenn sie sehen, zögern sie nicht. Achtung, Gegner. Ja, der Bratz. Volleyball. Nein, Volleyball. Miets. Hier erstmal kacken. Was? Achtung, Sniper. Oh, was war denn das Grüne jetzt, Alter? Ja, Sniper. Aber voll bei mir in die Fresse, Alter. Das ist ja zu krass. Ich hab gedacht, wer heilt mich jetzt? Ah, rechte Hand. Steht auf. Treffer. Der macht aber nichts. Das ist schon mal gut. Kann ich weiter irgendwas vornehmen? Mutti. Ach, die Glatzen auf, du Arschkrampe. Boah, was? Ich war doch nicht mal draußen. Danke dir. Achtung, Shotgun. Ach, ja, na ja, ich hab's gleich zerrotzt. Oh, ein Hepp. Balle, balle. Rolle, 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 mein Ball. Da war noch genau. Ich versuche sie mal zu flankieren. Wie die Dame. Türkiser Loot. Geil. Klamotten. Okay, ich bin jetzt hinter den Snipern. Ja, wir nehmen so viel Kontrolle aus. Komm. Erster Sniper down. Zweiter Sniper down. Sniper dann. Da ist noch einer. Nice. So. Gibt's eine Muni irgendwo? Ja. Oder wie weit war die Muni weg von uns? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Echo? Ah, hier ist ein Echo. Echo, Echo Fresh. Wo? Ja. Mal, da drüben. Wo ist das Echo? Überhaupt geht uns, ich gucke schon die ganze Zeit hier. Ah, hier! Ach so. Bliss und das LMB sind erledigt. Ich bringe unseren Immunologen hier raus. Hier ist Muni.
Nächsten Raum. Jo. Das sollten Sie sich anhören. Bliss hat eben die Funkstille gebrochen. Wir sind dabei, ihn zu orten. Ich schalte um. Das ist ein Rogue Agent. Verlogene Hurensohn, Aaron Keener, hat uns das Messer in den Rücken gejagt. Alle, die nicht an der Mauer sind, müssen den Vergelter unter den russischen Spezi jagen. Sie dürfen das Gelände nicht lebend verlassen. Keine Mauer, Sir! Die JTF ist im Gebäude! Ihr Heli ist ein Startklaus! Wir müssen das Gelände umgehend verlassen! Fluch! Ich bin mit dir, Flamingo! Wir haben ihn! Er ist im Versammlungssaal! Beide, also los! Links! Hab ich! Linke Flanke auch noch! Oh, zählt mir nichts von Problem! Ach, ich löse mich nicht! Alter, da klopft mir einer! Hilfe! Oh, ja! Geh rein! Amor! Vorsicht, Granaten! Ich schieße ihn in die Rücken. Heil dich rum, Junge, wenn du uns hier angreifst, dann kann Schuld, du Lappen. Krieg muss man mit Verlust rechnen, jetzt wird nicht rumgeheult. Achtung, gelber Bossgegner, Raptor. Der ja. Lässt lila Licht fallen, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Lass uns mal meinen BB-8 fallen, ja. Hui! BB-8 raus. Alter, halt auf mit BB-8, der hat einen scheiß Traum. Ganz ehrlich, das war einer der beschissensten Filme. Wow. Der größten Enttäuschung in meines Lebens, dieser Film. Fein, das Problem war, es hat sich voll wieder gespiegelt von Episode 4. Der ganze ja, Film. Ja, das meine ich ja, weißt du, ich hätte nichts dagegen gehabt. Ich habe nichts dagegen gehabt, hätte ich wirklich die Story weitergeführt, aber wir haben nichts anderes gemacht. Als den Film nochmal neu aufzulegen. Und so unlogisch, so ja. Sorry, ich bin Star Trek Fan. Ja? Und ja, Star Trek. Achso, Star Trek. In Star Trek war noch nie etwas, wie alles, was dort erzählt wird, alles, was dort an wissenschaftlichen Thesen aufgestellt wird, etc., ist alles vielleicht technisch noch nicht möglich, aber in der Theorie funktioniert's. Warnung. Die Leute nähern sich ihrer Position. Jawohl. Und sogar, für mich hat es sogar Dings getroppt, Phoenix Gegner. Oh, das so kommt M1A, Alter. Und die Hochgeschwindigkeitsmagazin. Alter, ne Sniper. Da kann ich diese rotzige, schrottige Shotgun raushauen, ey. Dann kann man ja nicht mal hier den Loot einsacken. Wir gehen ja hier auf den Sack. Phoenix! Lila! Phoenix 3! Lulululululu! Nee, aber echt, also ich muss echt sagen, ich war... Also wie sie vor allen Dingen gehypt haben und ich war dann im Kino drinne. Es war zwar cool, als mal wieder jetzt mal bekannte Schauspieler mit herzusehen und so, wisst wie, aber der Film. Aha. Aber die haben alle gesagt, der war so geil und ich saß drinne und sag, ey, tut mir leid. Ich war nicht mal im Kino, ganz ehrlich, ich habe mir diesen Film über Stream angeguckt, für sowas gebe ich kein Geld aus. Ich habe mir gesagt, ich gucke erstmal über Stream. Hier oben ist Muni übrigens. Ich habe gesagt, okay, pass auf, du gibst dem Film eine Chance. Ja, muss ja nicht sein, dass da. Wo ist Muni? Hier oben bei mir. Alter, die Zukunft ist geil, ey. 17 Schuss, Hochgeschwindigkeitsprojektile ins Gesicht von deiner Mutti. Nee, ich war total enttäuscht, ohne Mist. Ja. Da bin ich dann schon wieder mehr gespannt auf Star Wars Rogue. Ja, auf Star Wars Rogue. Und vor allem, ganz ehrlich, der Bösewicht, sorry, aber das ist diese... Der Marilyn Manson Verschnitt, Alter. Boah, kaum hat er die Maske weg. Ey, ganz ehrlich, nee, Marilyn Manson. Weißt du, Marilyn Manson, der kann ja wenigstens gruselig sein. Der Typ soll ein Bösewicht sein, ja? Der Typ will ein Sith sein, wir Alter. Haben ein Heli über dem so eine einzig war, der war versifft, mehr war der auch nicht. Agent, ey, du bist in seinem Pubertät. Pubertätsflaum, Alter. Mit diesem Möchtegern-Bärtchen, die er noch in der Küche hatte. Ja, vor allem das Problem ist, normalerweise der Originalschauspieler hat eine, sag ich mal, doch recht tiefe Stimme. Und dann wählt die so eine Pussy-Stimme für die deutsche Synchro aus. Ja. Das ist ja auch das Problem dazu gewesen. Wie gesagt, die haben einfach nichts gemacht, außer das Star Wars Episode 4 neu aufzulegen. Ja. Und dann diese Sinnlosigkeit, die Feindbase, ja, von der ersten Ordnung, ja.
Also die haben den Planeten Superwaffe gebaut, der der Sonnenenergie, der Sonne dort Energie abzieht und dann damit sich auflädt und bumm macht. So, jetzt mal die Sinnlosigkeit. Die Sonne hat nicht unbegrenzt Energie, irgendwann können sie das Ding nicht mehr abfeuern. Zweitens, damit zerstören sie nicht, damit können sie nicht nur nicht die Waffe nicht mehr abfeuern, sondern sie zerstören auch noch das komplette System, wo ihre Hauptbasis existiert. Hier ist Mund. Ja. Also, hä? Das ist so voll. Und vor allem noch etwas, das spielt 30 Jahre nachdem der Imperator besiegt wurde. Da haben sie das nicht geschafft, in den 30 Jahren das restliche Imperium zu besiegen und eine stabile Regierung aufzubauen, die stark genug ist, dass sich kein zweites Imperium bilden kann. Nein. So, ja, Volleyballer runter. Ganzer Planet noch verwandeln kann. Ja. Weißt du, warum? Wie das Ganze war, so in der Republik. Klar, da gab es Grundursachen, nur gegen Lücken und so weiter, ne? Ach, dann kommt einer drauf. Ja, Gott, dann mal wieder. Aber im Großen und Ganzen hat das gepasst in sich, die Episode 1 bis 3. Episode 7 hatte das Problem zum Beispiel, dieser Film hat es nicht geschafft, eigene Momente zu erzeugen. Der hat nur davon gelebt, von den alten Charakteren. Ja. Ja, aber du musst doch mal überlegen, gell, seitdem Disney das aufgekauft hat, also LucasArts und so, hast du klein mitbekommen, dass sie das komplett versaut haben mit. Ja, ja, klar. Disney soll Märchenfilme machen. Ja. Oder wie wir, ja, also, aber ansonsten... Nicht in Ordnung, Junge. Alter, die Sniper haut dieses rein, diese Joker M1. Alter. Irgendwann kommen dann die Mütter dann da runter und dann kommen die Gegner von oben. Ach, und dann Quatsch. Ist ein Sniper. Ja, ich seh schon. Boah, Alter. Diese Füße, die ist noch, dann blenden die einfach. Pumpgun kommt drauf. Das Dämliche ist, du kannst die Gegner mal nicht flankieren oder so. Nee, kannst du gar nicht. Es ist eigentlich nur reinstes Geschmutze. Alter, 10.000 drück ich da mit dem Headshot. Nee, 100.000 drück ich da mit dem Headshot. Ich hab da mit dem Headshot 100.000 gedrückt, Alter. Das musst du mal geben. Ja, das mache ich auch mit meiner. Und die ist Level 26. Meine macht jetzt 66.000 SPS hat die. Ja, die gehst du da unten mit so einem Sack, Alter. What the? Nein. Boah, nein. Ich muss mal schnell Munition holen. Die war doch hier gleich irgendwo. Wo? Oh? Ah, hier. Shit, ey. Macht mir wer den Sniper weg, ja, oder? Beschissener Sniper. Nate. Boah. Alter, der Sniper sieht doch so aus. So, jetzt gebe ich uns mal einen Damage Buff. Boah, jetzt hat er mich. 152.000. Kämpfe, bitte, bleib drauf. Ja. Okay. Mistkerl. Sniper's down. Okay, der ist auch down. Okay, erstmal Loot einsammeln, bevor wir irgendwas... Sie müssen zurück und Muni holen, oder nicht? Ja, erstmal alles einsammeln, Muni holen und dann... In diesem Raum befinden sich alle Daten, die das LMB übermittelt hat. Okay. Suchen Sie einen Terminal und laden Sie alles runter. So, ja, dann das wissen wir, was Sie geil. Die Lady hat recht. Tun Sie das. Stendorino. Stendorino? Ja, Stendorino. Ja. So, ganze Loot hier, alles, was wir brauchen. Klack, klack, klack.
Ich habe mir halt überlegt, dass wir wirklich mal für unser Trüppchen, was wir hier zurzeit auf dem TS haben, mal so einen Clan-Tag, wenn wir halt in Dark Zone dann unterwegs sind, wisst ihr, dass wir da mal ein bisschen Repräsentanz zeigen. Hm. Bis ich, dann nennen wir uns die Rudelbumsenden Saufköpfe. Jetzt kommst du von oben, Gerst, gesagt. Ja, genau. Na prima. Aber da können wir uns nämlich, so wie die Sniper, da oben auf die Balkon-Dinger tun, oder? Achso, ja, jawohl, da können wir jawohl. Wie bist du da hinkommen? Du bist an der Seite könnt ihr dann auf. Alles klar, legen. Bälle werfen. Alter, was schießt du da auf mich? Lauf einer ist durch. Ich kann gar nicht, warum treffen die einen? Alter. Wo denn? Ich. Ja, ich geh unten hin. Alter, von wo denn? Einer ist hinter uns. Wie? Einer ist oben. Ach, da! Es sind zwei Treppenaufgänge, ich kann dir nicht alle zwei beschützen hinten, scheiße. Warte, ich bleib auch hinten. Weil ich geh in den linken, dann nimmst du... Okay. Ja, du kannst runtergehen ruhig, ich geh auf der anderen Seite. Gut. Domino! Noch einer, der lila Loot schmeißt. Domino! Aber er hat sich den Namen für den ausgedacht. Oh, wir brauchen Namen! Gefährlich, Ding! Der andere ist manchmal einfach dich nicht. Ja, der andere Halmar. Achtung, da oben ist einer. Komm mal. Feinde nähern sich ihrer Position. Okay. Da Brust der Bären. Boah. Wieder ein ganzer Trupp. Sniper oben, Vorsicht. Boah, das Ding ist... Ey, weil das eine Halbautomatik ist und mit so einer harten, Dings, wie heißt es hier, Feuerrate, weil ich das Ding im Nahkampf wie eine Schrotflinte einsetze. Bam. Ey, ja, der Sniper geht mir da oben echt tierisch auf den Penis. Ja, ich rechts kommt noch rauf die Treppe, glaube ich. Rechts, ich bin rechts, da kommt nichts da. Wollte gerade sagen. Wir haben hier oben auch eine ich bin down, der hat mich aus der Deckung geholt, aber mein Box. Ja, okay. Geh ich wieder links runter. Wir haben hier oben auch eine Munitionskiste, ne? Alter, Moment kurz. Setzen Geschütze ab, Vorsicht. Boah! Ja, Mann. Komm schon. Was war denn das jetzt? Aber das Blenden ist ja gemeingefährlich, ey. Oh, voll! Jawoll! Alter, Stadtgerüller-Handschuhe, was? Ja, jetzt hat er mich wieder geblendet. Ja, aber... Nächste Hopfer-Ding. Liegt dein Kopf immer noch? Oh, fuck! Fuck, da setzt auch so einen Ball ein. Ja. Echt jetzt? Ja, die setzt nur Bälle ein. Pass mal auf. Du Sniper, du Sniper, Blümchen. Oh, bam 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 bam. Hast du das gesehen? Ja. Bam 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 bam. Alter. Das ist eine Fotze. Ach Gott. Hä,
rein, du Bitch, Alter. Schrei ja nicht so rum. Ist selber dran schuld, Domino. Oh, das ist jetzt schon wieder so ein Scheißding, Alter. Juhu, lila Loot! Oh, hier nachladen eben. Na, okay, Taktik. Geil. Geteilt. Der Widerstand der restlichen LMB-Truppen ist gebrochen. Also schließen sie sich unseren Leuten im Hof an. Dann sehen wir, wie es weitergeht. Den ganzen Mist wieder einsammeln. Aber ich behalte meine Sniper, ey. Vor allem, wie gesagt, zeigt ihr das mal, meine Sniper jetzt, wenn ich mit der im Nahkampf schieße. Also jetzt, wenn ihr noch vor mir steht. Ja, das ist die SOCOM. Das ist das Feuer naus, Alter. Wo war jetzt nochmal Muni? Ah, ich geh nochmal oben bei uns und hier hinten nochmal. Na gut, da geh ich nochmal auf. Zum Schuss. Jo, grad nochmal noch. Warte mal, hier ist noch ein Medipack, den haben wir auch gleich. Jo, grad. Hier haben wir auch. Wortgart, du halt mal. Wo ist denn das direkt? Jo, hä? Das wäre echt super. Wo ist denn die Muni? Find's nicht. Find's auch nicht. Ach, hier hinten, komm her. Hier hinten bei mir. Danke. Lala. Roma Paloma Blanca. Öle Paloma Blanca. Ey, ihr Lappen. Da bist du mit der Auki rum. Was mit der Auki? Nee, was hast du hier? Nee, ach, da hab ich die so, komm jetzt raus. Hab ich die Auki? Nein, Moment. Muss ich noch modden? Meine Lieblingswaffe bisher. Erweitertes Magazin. Warte. Hat das Ding 44 Schuss? Die Augen macht auf Entfernung so wenig Schaden irgendwie. Ach, ist doch wurscht. Noch ein Schalldämpfer nuff. Boll, Ola Paloma Blanca, Alter. So sieht's mal aus hier. Hm. So sieht die Aug jetzt aus. Das ist ein Gerät. Ach, wir müssen gut, wieder nochmal. Nummer müssen wir. 40 Schuss hol ich mit dem Teil. Das Ding macht jetzt wie viel Schaden? Warte. Ah, das macht 10,1k. Oh, reicht. Und die, ja, meine AK macht 10,3k. Und eine Feuerrate hat das, warte. Feuerrate von... Ah. Von, ne? 893. Oh, ich habe jetzt so schon gedacht, ich wollte alle wegschauen. Oh, was ich geil gefunden hätte. Wir haben die UNO-Zentrale gesichert. Was ich geil gefunden hätte, was ich mal erwarte, ist eine so richtig geile Mods, die sich dann... Es gibt ja Waffen, die haben wirklich eine tausende Feuerrate, also 1000 Schuss pro Minute. Ja, die F2000. Nicht nur F2000, da gibt es auch eine kleinere, eine PDB. Ja, eine P90. Hat, nee, nicht P90. P90 hat nicht so eine hohe Feuerrate. 900 hat sie. 900er, sondern das ist, eine, das ist die CZ irgendwas. Was geht denn hier ab, Alter? So, jetzt kommt Bliss, das ist Bliss dort oben. Wir gehen hier vor, von hier aus. Raus jetzt hier, los, ihr müsst euch verteilen, sonst bringt das nichts. Und jetzt Brand oder Explosivmuni, am besten Explosivmuni. Jo, alles klar. Wo ist denn der Typ? Da hinten. Der Heli hat die Steuerung ausgeschaltet. Auf den Piloten oder wo soll man da besser? Einfach aufholen. Besten aufs Cockpit. Raketen. Niemand noch Gegner anrufen? Ja, Gegner kommen auch noch. Herrlich. Vorne aber noch. Weiß ich nicht, die kommen von überall. Wir haben das damals zu zweit gemacht. Ich hatte keine Ahnung, was ich getan habe. Ich habe einfach dafür jetzt. Einfach auf die Druckwolken. Ich bin ja zu nah. Der hat mich erwischt. Ja, eben da unten. Da kommen Bodentruppen auf sie zu. Ach, Bodentruppen. Die auf mich aufhauen. Jo, Bodentruppen jetzt aufpassen.
Haltet eure Bälle bereit. Feinde nähern sich ihrer Position. Bälle ordentlich in der Hand nehmen. Ja, freilich. Es wäre verdammt hilfreich, wenn sie diese Türme endlich auf... Oh, schön auf dir. Mal gucken, dass ich irgendwie zu den Geschützturm komme, um die Geschütze zu hacken. Oh, du bist das fast down, Alter. Warte mal, wo seid ihr jetzt hier? Hier unten noch. Wir haben uns hier verstanden. Warte. Ich, alle mal, dass wir zusammenkommen. Wo bist du? Warte, alle zusammen? Ja. Gut, wie? So. Aus so, Schadensbonus und Crit-Bonus. Also, ich Rakete. Fuck, Alter! Ich bin komplett down. Ja, ich versuche zu euch zu kommen. Ja, pass auf, das wird... Das wird nichts. Wow. So. Erstmal den Kollegen aufheben. Jawohl. Ja. Den Anzug. Lasse, danke. So. Ein Ding, dafür sind wir da. Alter, der hat aber hier voll nein gerumpelt, ey. So, Explosivmuni wieder reinhauen und dann. Gegner links. Ja, ja. Immer schön aufpassen. Mehr willst du mich ein bisschen sogar verarschen? Auf Muni! Alter, die ganze Munition verpratzt. Ach krass. Hier ist Muni. Ja, ich hab auch gerade oben. Alter, die MP geht sie auf. Geht sie sich ihrer Position. Ja. Die Post, einer der Meter treibt ab, ganz mit down. Ach du Scheiße. Hat sich schnell. Wir müssen ihm helfen. Ja, dann aber direkt gerade fest. Hab doch schon einen Bumpgun. Oh, verreck du Bastard. Boah, die haben mich. Ja, fuck. Wir müssen uns erstmal kurz zurückziehen. Okay, hier oben ist Muni. Fuck. Einfach zu viele gekommen. Ja, passt schon. Ja, yeah, gut. Ball. Scheiße, komm. Cooldown. Alter. Achtung. Oh, das war nicht down. Jo, aber. Okay, gut. Der hat doch nichts mehr, der Typ, ey. Bleib einfach hier oben. Lass dich nicht zu sehr. Warte, komm her. So, warte. Holz auf den Typen. Aber das andere ist erstmal egal. Der ist down. Und das mal eher. Wenn der Heli erstmal down ist, dann können wir uns in Ruhe um die anderen kümmern. Okay? Alles klar.
Vorsicht, warte mal. Weiter so, sie haben ihn! Rammen sie das Arschloch in den Boden! Alter! Komm jetzt daher! Oh! Alter! Außer hat meine Reich. Ja, ja, dann auch. Ich kann meinen Ball wieder absetzen. Ab, komm, such dir was Hübsches. Alter, mit seinen scheiß Raketen geht man dann durch. Zack. Bist du den von da hinten? Nee, gar nicht. Ich geh. Wir müssen runter. Wo liegen sie? Wo liegen sie? Ich hab Gato. Die liegt ganz rechts oben auf dem Ding, aber saugt den. Ich hab Gato, ich hab Gato, ich hab Gato. Nein! Lauf, hau ab, hau ab! Gato, was machst du? Ihr Team ist Alter, Scheiße! Ich bin down! Ich bin am Boden! Ich hab hier auf den Boden! Ich hab den! Ich hab den! Los. Alter. Was? Ich habe mich unten von der Treppe hingekriegt. Warte. Bewegen. Warte, ich versuch's nochmal. Oh. So, jetzt Achtung, du stehst jetzt in 1. Warte, ich bleib hier oben, vielleicht. Ja, er schießt, er zielt auf mich. Er schießt auf ihn. Okay, gut. Ja, kommt Leute, wir müssen was machen, wir müssen den jetzt irgendwie down kriegen. Alter! Du bist doch irgendwo... Alter, was öffnet's? Jetzt hab ich den Plan, Komm. Abatze, hau ab. Jawohl, Geschütze schießen. Er ist down. Jawohl. Achtung, jetzt schießt, jetzt wirft er ordentlich. Die wirft er ordentlich Loot ab. Peter, das Loot dahinter. Alter! Ohne M60 Klassiker. Für Manhattan getötet. Geil. Es war nicht leicht und wir haben viele gute Männer verloren. Aber sie haben dem LMB das Rückgrat gebrochen. Niemand durchkämmt mehr die Gegend und zwangsverpflichtet Leute. Kossai. Nicht ohne Bliss. Da draußen sind immer noch Trupps von ihnen, aber ohne Führung werden wir leicht mit ihnen fertig. Das nenne ich gut, Leute. So, warte mal. Ich habe da hinten noch eine Kiste entdeckt. Ich hab jetzt bekommen was? Eine P416G3 Sonderanfertigung. Mhm. Da hinten liegt noch ein Loot, ich muss noch mal da hoch. Das ist so ein Scheiß. Mhm. So. Die vier Purple-Dinger kommt da aber nicht mehr. Nee, haut hin. Oh, da oben ist noch Loot. Hä? Ja, und hier hinten ist auch irgendwo eine Kiste gewesen, habe ich gesehen vorhin. Was ist die angezeigt? Ah, da hinten. Taktikpistole. Ah, hier hinten bestimmt lang. Hier ist noch eine Kiste, da muss ich irgendwie noch rein. Jo, wo ist die Kiste drin? Hier, warte mal, muss das entweder hier irgendwo unten sein? Die ist unter uns wahrscheinlich, ne? Ja, die ist auf jeden Fall im Gebäude, oder? Scheint mir auch so, ich bin gerade drin. Ah, warte, jetzt... Na hier? Ah, hier, ja. Hier, ich hab's bei mir drin im Gebäude. Ach, ein totaler Rotz. Ja. Bist du?
Drinnen. Wo drin? Unten, oder was? Ja. Und ganz entspannt bleiben, Leute. Schön entspannt bleiben. Ja, grüne Handschuhe. Ja, hätte das sein können. Ja, grün. So. Ah, war das eine geile Mission oder war das eine geile Mission? Das war krass. Die war echt krass, Alter, auf jeden Fall. Die kann man nochmal mal, Alter. Es gibt immer ordentlich Loot. Was haben wir hier? Eine SOCOM MK20 SRR. Stehst du? So, aber wohl, muss ich bei mir gleich mal platzen hier. Ding hat 20,6k. Boah, M44 Sonderanfertigung, SA58 Tactic. Ja gut, die SOCOM, sie hat zwar nur 20k. Und nicht wie das andere, 36k, hat aber auch 20 Schuss im Magazin. Na gut, die hat nur 5 Magazine, aber macht 25,9, also 25.000 Schaden. Das ist mal eine geile. Oh! Das ist ja wieder was für mich. Der MK20, ne, die ist schon nice, Alter. Vor allem, wenn du die mal anlegst, warte, ich leg das Teil mal an. Diese, und wenn du jetzt mit der schießt, hier, Junge. Geil. Ah, die hat nicht mal so annähernd so gute Feuerrate wie die andere. Nee, die ist scheiße. Da, ja. Warte mal, was haben wir jetzt noch dabei? Warte mal, da hinten lag noch, da oben liegt noch Loot. Muss ich erstmal raufgehen. Party! Eine P416G3 Sonderanfertigung. Schon wieder. Guck mal, das eine hat 7688 und das andere hat 82. Okay, gibt's auch nichts weiter. Naja, sehr nice. Na, da habt ihr jetzt erstmal euren lila Loot, da könnt ihr erstmal ordentlich euch ausrüsten. Jo. Würde dann sagen, wir machen jetzt mal 5 Minuten, ne? Mit was? 5 Minuten Pause oder was? Ich bin jetzt weg, ich muss mal um neuen Tennis spielen. Jo. Dann habe ich jetzt noch in die Base zurück. Ja, ich würde sagen, wir treten.